Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, das letzte Rennen war auch wieder, ja, so gesehen relativ gut. Wir konnten wieder 2 Punkte holen. Diesmal war es Key. Ja, mit einer ganz merkwürdigen Strategie. Also wir sind da komplett anders reingegangen als die Konkurrenz. Ich glaube, Fox ist die Einzige, die auch 3 Stopp hatte. Sonst allem entweder 1 Stopp oder 2 Stopp. Ja, aber trotzdem, 2 Punkte sind 2 Punkte. Damit sind wir, ja, haben uns Platz 8 weiter gefestigt. Und ja, jetzt sehe ich halt langsam Resetta Corsa als Ziel. Und es war Platz 7 erstmal. Ob Platz 6 drin ist, wird schwierig. Weil die Chirots doch sehr, sehr gut sind. Also zumindest was auch Fahrerpaarung angeht. Wagen vielleicht jetzt nicht so gut, aber im Vergleich dazu. So, wir wechseln mal unser Boxenteam aus. Zumindest die, die eigentlich all erschöpft sind. Okay, wir können eigentlich alle auswechseln. Ah, der ist eher der Heber. Reifenwechsel, heben. Obwohl, heben geht ja eigentlich noch. Bis der andere wieder fit ist. Jawohl. Ah, machen wir so. Weil der 18er würde ich doch gerne da behalten, wo er jetzt ist. Okay, wen haben wir da noch hier? Ja, 2 solide Leute noch. Dann bleiben wir erstmal drin. Falls sich einer ausgebrannt fühlt, dass wir den noch ersetzen können. Viel Geld haben wir nicht mehr. Welcher Fahrer ist besser? Stock. Eigentlich ist klar, dass Stock besser ist. Da hat er halt nur einen schlechteren Wagen. Sponsoren sind Gott sei Dank auch abgelaufen. Na, der Hightechler haben leider nur noch 2 Tage. Das ist sehr schade. Dann hier. Jetzt werden wir 12. werden, werden wir 10. werden. Na, 12. ist mittlerweile machbar. Aber schauen wir erstmal. Ach ja, ich habe noch 3 Sponsoren. Das sind keine guten Sponsoren. So, der Motor, der ist ja eigentlich fertig. Dann machen wir Getriebe. Ich hoffe, wir kriegen. Oh, das Getriebe ist halt zu schwach schon, ne? Was bauen wir denn gerade? Das nächste Getriebe. Wir müssen es probieren, dass wir das hinkriegen. Also, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Können das einbauen. Es ist aber schwächer als das andere. Deswegen kriegt Stock das. Er hat zumindest mal einen Power-Up von 40 Punkten. Was ja auch jetzt nicht ganz so verkehrt ist. Na, Getriebe sind wir eigentlich relativ. Oh, Getriebe sind aber sehr weit zurückgefallen. Ja, wir haben richtig Probleme eigentlich. Gucken, was wir danach bauen. Vielleicht können wir das nächste Getriebe bauen oder wir müssen uns was anderes mal langsam konzentrieren. So, jetzt letzte Angebot. Dann wird 7. werden. Aber nur für 3 Rennen. Hier ist für 4 Rennen. 7. ist schwierig, 10. ist noch machbar. Mittlerweile. Auch wenn es komisch ist. So, und hier haben wir, ja, für 6 Rennen nehmen wir uns die 200.000. Aber wir haben damit ein bisschen Geld. Auch wenn wir nicht mehr viel ausbauen können, weil wir langsam ins Minus geraten. Aber naja, noch 2 Stunden weiter. Ach ne, jetzt fahren die erstmal, stimmt ja. Am Wochenende, wo wir nicht fahren. Was soll das? Oh, Ruß will auf einmal aufsteigen. Nee, Firebird bin immer noch. Das ist echt nicht schlecht von dem Podate mit 4 Punkten mittlerweile. Jo. Konnten sich ja gut absetzen bisher. Aber okay, die Punktregel von denen ist ja auch kompletter Schwachsinn. Ja, der hat das im nächsten Rennen immer noch Nackenprobleme. Leider. Für eine Woche. Ist genau immer für 3 Rennen ausgetan. Ist genau dieser Zeitpunkt dann, wenn es ist. So, jetzt machen wir 2 Tage weiter. Danke sehr. Go, Getriebe, fertig. Schaffen tun wir nichts mehr. Aufhängung müssten wir eigentlich bauen. Weil wir der Letzte sind. Aber Frontflügel müssen wir auch bauen. Wir müssen aber noch Getriebe bauen. Und da wir Getriebe am meisten Punkte jetzt gut machen können, nehmen wir das. Und danach haben wir plus 55, aber pro minus 15 pro... Oh, jo. Also Getriebe können wir richtig reinhauen diese Saison. Dann mache ich lieber erstmal Getriebe, weil gesagt, das Motor und Getriebe ist das Wichtigste im Auto. Wenn man da Power hat, dann hat man Power. Aber das Getriebe können wir Gott sei Dank einbauen, das eine, was wir haben. Ja, ich weiß, dass wir Geldprobleme haben. Mal wieder. Ich habe mal wieder zu viel ausgebaut.
Das Mitarbeiterzentrum ist sehr, sehr wichtig für den. Wo ist er? Für Bromei. Er wird richtig gut. Also von daher kann was werden. Mit dem. So. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt? Auf dem Auto? Sie noch 79. 97. So, dann packen wir mal das rein. 18 Tage nach. Ist schon viel. Nachher hat das andere, oder das nächste, was er hat, hat nur 5%. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Aber es wäre wieder ein Schub, zumindest mal von guten 32 Punkten. Okay, das Ding wird ja besser als das andere. Aber wie gesagt, wir bauen ja noch ein Getriebe. Von daher müssen wir gucken, wie wir das mit der Leistung machen. So, ist klar, wir versuchen Zehnter zu werden. Ist jetzt nicht unbedingt klar, wo wir jetzt hier landen. Ist schwierig jetzt einzuschätzen. Aber bisher, die ersten drei Rennen waren ja nicht so gut. Dann kam jetzt das Rennen, was gut war. Und die letzten beiden Rennen waren gut. Und wir Punkte sammeln. Das heißt, wir sind ein bisschen, ja, erstmal aus dem Gefahrenbereich raus. So, wo haben wir denn Kapstadt als Setup? Da. Ist sogar noch von letzter Saison. Oh, hier könnte Key einen richtigen Vorteil haben mit ihren weichen Reifen. Aber wir schauen mal. Also ihre super weichen Reifen sogar. So, du hast... Oh, sehr schön. Trick mal 8 Runden hier einstellen. Und du hast... Dafür hat Fahrer diesmal das andere, ne? Ja, aber klar. Einer von denen hat immer beides. Selten, dass beide auf dem Rennen drin sind. Was krass ist, man verliert halt nicht so viel Zeit beim Bockenstopp, aber wenn man halt Zeit verliert, dann eher hinter dem Fahrzeug, dann wenn man halt einen Bockenstopp hatte, wenn man nicht vorbeikommt. Naja, 17. 18. ist jetzt nicht so berauschend. Was Fahrverhalten ist perfekt. Übersetzung scheint keine Ahnung. Ja, ist das von letzter Saison? Oh, Fahrer können wir sogar schon reinholen. Das Setup ist echt gut. Haben wir letzte Saison gute Arbeit geleistet mit dem Setup. Aber wir können auch was anpassen. Wir gehen mal auf Beschleunigung. Testen das mal aus. Qualidrim. Ultraweiche Reifen. Ja, vielleicht haben wir noch genug Zeit und können sogar ein bisschen die Softreifen trainieren. Wäre auch nicht so verkehrt. Oh nein, genau das, was wir... Ja. Okay, wir packen dir ein bisschen mehr Heckflügel drauf. So. Aber was Gutes, wir haben da einen Punkt, den wir uns arbeiten müssen. Oh Gott. So, das ist einigermaßen noch im Rahmen. Jetzt 30 Sekunden. Das ist nicht so wenig. Im Training. So, 18. und 19. Da gucken wir, ob wir uns noch ein bisschen nach vorne setzen können. Jetzt mit den ultraweichen Reifen. Bisher sieht es nicht danach aus. Das läuft ja super. Aber. Oh. Hey, jawohl, Fahrer 18. Aber auch Kia hat sich auch verbessert auf Platz 17. Aber Fahrer kommt rein. Der fährt direkt so fast so gesehen mit gleicher Änderung nochmal raus. Ja, ich schätze mal stark, dass hier die Soft reift. Oh, Geschwindigkeit ging in die falsche Richtung. Das ist schon mal sehr gut. Dass wir das nochmal etwas anpassen müssen. So, Moment. So. Mehr Endgeschwindigkeit. Dann die Runde da kommt an sie rein. Sie kann aber schon mal die Softreifen testen.
Ja, 5% auf dem Softreifen wäre ja auch nicht so verkehrt. Zumindest mal für... Boah, mega gutes Setup. Ah, es geht aber noch mehr. Man kann da noch was rausholen. Wir probieren das mal. Wie gesagt, die gehen nochmal auf Qualitrim, aber jetzt mit den Softreifen. Das heißt, wir haben dann 3 Softreifen, 4 Supersoft und dann 4 Ultrasoft Disqualifying. Ist die Frage, wie viele Runden muss Dings noch fahren? Kann reinkommen. Ah, komm, Setup wird immer besser. 97. Jetzt ist die Frage, ist es genau im Mittelwert oder wir gehen einfach noch eine Stufe höher? Ansonsten haben wir das 97er Setup, was auch noch nicht so schlecht ist. So, jetzt auch die Softreifen mal drauf gebrummt. Ja, 5% hätte ich da doch schon gerne. Aber 18 von 19 ist jetzt nicht unbedingt unser Anspruch, deswegen Reifen verbrauchen und uns ein bisschen weiter vorne qualifizieren. So, Ki kommt jetzt rein. Schicken wir sie nochmal raus. Wir haben sogar 10% erreicht. Ne, Ki kann in der Box bleiben. Oh, haben das Setup sogar verschlechtert. Dann bleiben wir bei den 98. Fahrer konnte sich auch nicht steigern. Wir fahren. Okay, ich wollte gerade sagen, im Qualifying gibt es auf jeden Fall eine Zeit unter einer Sekunde. Unter einer Minute. Okay, Setup ist relativ okay. Aber mir gefällt die Geschwindigkeit nicht. Wir fahren auf Ultras und sind die langsamsten. Die WLANs machen langsam einen Schritt nach vorne. Also zumindest was das Tempo gegen uns angeht. Aber okay, man kann Fahrer nicht mit Kiefer gleichen. Warum ist die Leistung von ihm eigentlich sogar noch besser? So, wir haben sehr viele Reifen zur Auswahl. Krass. So, 15%. Dann, sag mal, so, hat sich gut verbessert. Also mehr packen wir aber nicht drauf. Und hier auch packen das Setup drauf. Und Qualifying. Wir können sogar ein bisschen in der Box stehen bleiben. Die Strecke ist ja nicht so lang. Und können unsere Fahrer ein bisschen mal getrennt rausfahren lassen. Also nicht zu nah beieinander. Ah, wir müssen aber gucken. Das ist jetzt gar nicht so gut, was wir gemacht haben. Der Stock hat auch Glück und auch Kira relativ viel Glück. Nur leider können wir am Motor nichts mehr machen. Das ist sehr, sehr schade. Hier kommt echt ein schon dummer Stamm aus der Box in dem Moment. Na, no, der Sektor geht noch. Ich glaube, der zweite Sektor ist eben nicht gut. Stock auf Platz 4. Ki sogar noch langsamer. Also für Ki läuft überhaupt nicht gut. Graf war noch langsamer. Was ist denn hier los? Okay, das wundert mich gerade, dass wir... Okay, das sind vielleicht die 15%. Aber Platz 10 wird wirklich sehr, sehr schwierig, das Qualifying zu erreichen. Wir sind also gesehen auf Platz 14 und 15. Ein bisschen drin ist noch. Eine Minute 03 sind wir gefahren. Frische Reifen. Für beide. So, wir gucken Stock zu. Er hat zwar die Nackenprobleme, das macht ihn auch nicht viel besser. So, wir haben aber ja, gute Freizeit. Immer noch 14. und 15. Marke kommt noch. Ja, also wir sind auf jeden Fall safe auf Platz 14, 15. Können uns also nur verbessern. Oh, ja, Stock wird ein bisschen aufgehalten von dem Chirot. Und konnte sich etwas verbessern. Hier auf Platz 9!
Jawohl. Die 200.000 sacken wir mal ein. Also der Chirot hat auf jeden Fall Stock vermutlich eine bessere Zeit geblockiert. Aber Key mit einem sehr, sehr guten letzten One. Es ist bewölkt. Da stehen wir. Da, wir spalten die Kitanos.